Ich würde mich freuen, wenn einfach sich mehr Mädels auf die Bühne trauen. Also wenn da irgendwelche Mädels sind, die Bock auf eine Punk-Rock-Band haben, ich wäre bereit. Mädels, traut euch. Mir geht es wirklich um die Attitude, die man vielleicht hat, dass jemand sagt, ey, ich bin nicht der Beste, aber ich mach's trotzdem und ich kann 3 Akkorde, aber die kann ich laut. Also ich finde, Deutschrap geht einfach gar nicht. Ja. Also Deutschrap ist nicht meins, ist gar nicht. Hallo liebe Zuschauer, heute geht es mal wieder um Musik bei uns im Kraichgau TV Stadtstudio, denn wir sind zurück mit einer neuen Folge von unserer Soundbox und dieses Mal zu Gast ist die Band Get Laid. Get Laid, so heißt die laut eigenen Angaben lauteste Coverband aus dem Rhein-Neckar-Kreis. Und das kann jeder bestätigen, der einmal auf einem ihrer Konzerte gepokt, geheadbangt oder einfach nur getanzt hat. Denn wenn Alice, Luke, Mark, Loin und Tobias gemeinsam die Bühne betreten, dann wird es definitiv laut. Der Name Get Laid ist übrigens englisch und bedeutet so viel wie, das übersetzen wir jetzt mal besser nicht. Wie dem auch sei, das Repertoire von Get Laid ist fast genauso bunt wie ihre Bühnenoutfits und reicht von den Beatles über Neue Deutsche Welle bis hin zu aktuellen Hits. Und das trotz Cover immer mit einem ganz eigenen Sound. Begrüßen Sie jetzt im Stadtstudio Get Laid. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. Hola. Und mit dabei sind Alice, Lukas, Marc und Leon. Und eigentlich auch noch der Tobias, aber er ist heute leider verhindert. Richtig, der kann heute leider nicht. Genau. Ja, wie habt ihr denn so als Band zusammengefunden? Kanntet ihr euch schon vorher? Habt ihr alle irgendwie ein Instrument gespielt und euch dann zusammengetan? Oder wie war das denn so? Die älteste Verbindung von der Band ist wirklich ich und der Lukas eigentlich. Früher in der Schule gab es dann halt so, wie in jeder Schule, immer so eine Schulband, die dann leider eher mehr traurig als cool ist. Das ist richtig. Wie es eigentlich angefangen hat mit der Band, war ja, du hast mit dem Tobi Gitarre gespielt eine Zeit lang, ne? Und ich habe, glaube ich, 2-3 Jahre gar nicht mehr gespielt, Schlagzeug. Hab mir dann ein neues Schlagzeug gekauft und habe mich dann beim Leon gemeldet. Und dann hat er gleich den Tobi. Ich habe dir zum Geburtstag gratuliert, stimmt. Und dann kam er aufs Thema und dann habe ich gesagt, ich habe ein neues Schlagzeug, wo wir uns treffen. Und dann lief das eigentlich direkt ganz gut. Und dann kam noch diese Lina dazu irgendwann und dann der Marc. Und dann waren wir eigentlich schon komplett. Ihr habt ja schon gesagt, wenn ihr auf der Bühne steht, dann ist es laut. Was macht ihr denn so hauptsächlich für Musik? Also ihr habt ja auch schon gesagt, ihr covert. Welche Richtung ist denn so eure? Eigentlich wirklich alles. Also wir versuchen alles natürlich auf einen Style zu machen. Das ist alles sehr rockig irgendwie. Aber wir machen auch viele Sachen, wo man jetzt vielleicht im ersten Moment nicht denkt, dass wir auf das Lied kommen oder dass wir das cool finden, weil wir halt auch viele neue Deutsche Welle-Cover drin haben oder so. Aber alle halt mit unserem eigenen, Durch das, dass halt auch der Marc Keyboard angefangen hat zu spielen, haben wir halt auch die Möglichkeiten, die ganzen 90er, 80er Sounds abzurufen. Und das vermischen wir dann halt einfach mit diversen, also wirklich von 80er Metal zu 90er Hard Rock, Grunge, Balladen, wie gesagt, Neue Deutsche Welle haben wir drin. Oft nehmen wir Lieder, die wir ganz cool finden, aber unserer Meinung fehlt noch ein bisschen was und dann versuchen wir es halt so zu gestalten, dass es uns selbst gefällt. Ja, und ich würde sagen, wir spielen die Musik, die wir auch hauptsächlich selbst hören. Wir haben an der Musik Spaß und die ist genauso vielfältig wie wir. Und ihr covert ja viel, aber könntet ihr euch das vorstellen, auch mal selber was zu schreiben? Gab es da schon Ansätze oder ist da vielleicht was in Planung? An jede Coverband irgendwie.
Nee, wir haben uns da vorher schon Gedanken gemacht und es ist tatsächlich so, also in der Konstellation und auch in dem Rahmen unter dem Namen Get Laid, das wird eine Coverband bleiben. Ich denke, dass es in Zukunft, oder wir sind gewollt, halt eben das, was wir jetzt schon machen, weiterzumachen und zwar halt unseren eigenen Style in die Cover reinzubringen, ohne sie jetzt total zu verfälschen. Würdet ihr im Allgemeinen auch sagen, dass Covermusik so besser beim Publikum ankommt? Oder sagt ihr, nee, man kann auch mit eigenen Liedern durchstarten, auch wenn man vielleicht eine kleinere, unbekanntere Band ist? Also Cover hat halt den Vorteil, gerade bei Festen, dass es gut ankommt, weil die Leute mitsingen können, die Leute erkennen das Lied und die freuen sich dann auch auf die Lieder. Und sie können halt schon, sie wissen ein bisschen, was kommt, aber es kommt immer noch so eine kleine Extra-Komponente von uns mit rein, was es dann doch wieder überraschend macht. Man geht halt einfach mehr mit, würde ich sagen. Kenne ich ja auch, wenn ich auf einer Party bin und ich kenne keine Songs. Und auf einmal kommt dann irgendeiner, dann sagt ich auch, ja, den kenne ich. Super. Jetzt habe ich eine kleine Speed-Fragerunde vorbereitet für euch. Das heißt, ich habe ein paar kurze Fragen an euch und am besten antwortet ihr immer abwechselnd, also einmal so in der Reihe am besten. Welcher Auftritt war denn für euch besonders bedeutsam? Die Schweiz. Ja, bei der Rocker-Party, das Biker-Festival, wie es genannt wurde. Das war, glaube ich, so das Wildeste. Das war quasi der zweite Gig und es war dann so, wir fahren in die Schweiz und es war auch völlig ohne Plan und irgendwie mit allem und am Arm und dann aufgebaut, aber es war tatsächlich so eine Man Party. Hat sich gefühlt wie so ein richtiger Rockstar, so zweiter Gig gleich ins Ausland. Also war natürlich alles nur über Connections und wir waren dann auf so einer Wiese und es alle danach krank. Das Plumpsklo, ja, das war auch ein Erlebnis, aber... Wer von euch genießt denn das Rampenlicht am meisten, wenn ihr einen Auftritt habt? Boah, ich würde fast sagen, wir genießen es alle. Während dem Auftritt oder danach? Alles drei am besten. Alles drei am besten, da bin ich es dann. Boah, schwierige Frage. Ja, doch, Tobi, ja. Auf jeden Fall. Der ist so entspannt, den fliegt immer. Nichts aus der Ruhe. Das, wir sind immer nervös eigentlich vor dem Auftritt, ganz schlimm. Aber Tobi ist eigentlich immer so, ja. Stellt euch so an, wir haben es doch geprobt. Machen wir einfach mal, gucken, was passiert. Jo, wenn schon klappe. Ja, also vorm Auftritt bin ich nicht ansprechbar. Eine halbe Stunde vorher definitiv. Auch so 30 Mal aufs Klo, Angstpipi. Ja, ganz schlimm. Geht dann im Kopf noch Texte durch und steht das Mikro richtig? Haben wir alles richtig im Soundcheck gemacht? Habe ich eine Hose an? Die elementaren Fragen des Lebens. Ja, genau. Was ist denn so eine Lieblingsband von euch, wo ihr sagt, ohne die geht gar nichts? Also ich bin dann halt ein Diehard Offspring-Fan, tatsächlich. Der Tobi wird jetzt eindeutig sagen, Green Day. Ja, klar. Tobi also ist Green Day auf jeden Fall. Diehard. Bei den anderen, ich glaube, bei dir kann ich es auch sagen. Also auf jeden Fall The Cure. Zweite muss ich selber sagen. Also im Herzen bin ich immer noch ein Emo, deswegen My Chemical Romance. Ja, ohne die geht's nicht. Bei mir ist es wirklich sowas wie, es ist eigentlich echt Guns N' Roses oder The Cult oder so irgendwas. Also eher so Retro-Sachen. Und was würdest du sagen, welche Band geht gar nicht oder welche Musikrichtung, wo du sagst, nee, das da bin so ich viel einfacher zu raus. Was gar nicht geht, was wirklich gar nicht geht, ich sag's jetzt mal, weil ich glaube, das hat noch keiner gesagt, weil Deutschrap ist abgedroschen, aber ich kann auf den Tod keine spanische Musik hören. Das Reggaeton meinst du? Da gehe ich voll an die Decke. Das kann ich gar nicht haben irgendwie. Also das ist überhaupt, das ist das, wo ich sage, das geht bei mir gar nicht. Vorher noch Schlager von mir aus. Da kann ich mich wenigstens ein bisschen drüber lustig machen. Also ich finde, Deutschrap geht einfach gar nicht. Also Deutschrap ist nicht meins. Ist gar nicht. Oldschool Deutschrap war echt cool. So mit absolute Beginner, Fanta 4, Mongo-Klicke, Kolchose damals, so, das war alles cool. Und jetzt das neue Ding, kann ich auch nichts damit anfangen, gebe ich euch recht. Also, was würdet ihr denn so sagen? Welcher Song muss denn sein bei einem Konzert, um das zu beenden? Welcher haut nochmal alles raus am Ende? Das ist der Song, mit dem wir eigentlich schon seit Anfang an spielen. Der erste Song, den wir geprobt haben. Mit oder der ersten drei, aber eigentlich war es der erste. Eigentlich war es der erste. Also wir haben drei Songs geprobt und das ist einer von diesen ersten drei, die halt geklappt haben. Richtig, und das ist Zombie von The Cranberries und der ist halt immer der Brecher. Da stellen wir uns vor, da hat der Leo noch ein geiles Solo. Das ist eigentlich immer das Ende und das wissen die Leute mittlerweile auch. Wenn der kommt, dann ist wirklich Schluss. Also wir machen noch viele, oft genug spielen wir noch irgendwas. Aber wenn der zum Schluss kommt, dann ist wirklich tot. Das ist schon so ungeschriebenes Gesetz. Ja, tatsächlich. Das so, wenn man den anfängt, dann wissen die Leute schon, alles klar, jetzt ist Schluss, was auch total cool ist, weil dann merkt man auch, die Leute sind so, alles klar,
wir haben es geschafft. Nee, aber so, es ist schon wirklich so, dass man sagt, ich meine, Zombie, Hand aufs Herz, jede Coverband hat den irgendwann mal gespielt. Aber ich finde, wir haben den irgendwie bei uns etabliert, obwohl er auch wirklich abgedroschen ist. So, es ist einfach ein Song, den jeder kennt halt, aber auch eben gerade deswegen. Aber irgendwie funktioniert er bei uns. Habt ihr auch schon so eine feste Fanbase dann, wenn ihr sagt, das ist schon bekannt, die immer zu den Konzerten kommt? Oder sind es immer wir andere Leute? Eltern. Die sind immer dabei. Ich glaube, es gab noch kein Konzert, wo nicht irgendeiner von den beiden da war. Was ja auch, also ist... Aus einer Schweiz. Entschuldigung, genau da nämlich nicht. Aber das war ein knappes Ding wahrscheinlich. Schade, das ist mir gerade egal. Ah ja, 2 Stunden. Nee. Aber wenn der Bu spielt. Nee, also wie, ich glaube, das ist bei jeder Band so, wenn man halt Freunde hat und da gibt es immer Leute, die halt da sind. Und ja, es ist schon eine Handvoll. Habt ihr auch noch so Ziele oder Meilensteine, wo ihr sagt, ja, die würden wir gerne noch erreichen? Gitarre spielen. Schon mal was zeigen. Ja, also ich glaube, es gibt so persönliche Ziele, die einfach noch auf dem Programm stehen. Ich spiele jetzt auch noch nicht so lange Bass und ich singe auch nebenbei so ein bisschen, aber ich kriege das noch nicht koordiniert, dass es beides gleichzeitig läuft. Aber so für mich ein Meilenstein wäre, dass ich halt auch gleichzeitig singen und ein Lied spielen kann. Das wäre, glaube ich, schon ganz cool. Und da arbeiten wir auch drauf hin. Also ich wäre für Weltherrschaft. Ja, das finde ich auch geil. Da bin ich dabei. Habt ihr denn auch so eine Botschaft, die ihr transportieren wollt durch eure Musik? Irgendwas, was ihr den Leuten mitgeben wollt? Oder was so eure Intention hinter der Musik ist? Das kann man es auch. Also, halt ich glaube, ich würde mich freuen, wenn einfach sich mehr Mädels auf die Bühne trauen und dass man auch mal ein bisschen mehr weibliche Verstärkung um sich rum hat, gerade im Rockgenre. Also, wenn da irgendwelche Mädels sind, die Bock auf eine Punk-Rock-Band haben, ich wäre bereit. Ja, das wäre so mein Ding, was ich zu sagen hätte. Mädels, traut euch. Ich bin zufrieden, wie es ist. Ich bin zufrieden, so. Also, ich denke, man sollte einfach Spaß haben. Was ich den Leuten gerne nahelegen würde, und auch in der heutigen Zeit, früher waren so viele Bands, die nichts konnten. Gerade so wie die Selina, die ist in die Band gekommen und konnte, man muss einfach sagen, sie konnte nichts. Und einfach dieses mit dem Kopf durch die Wand, für mich ist Musik einfach eine Kunstform, die frei ist. Und nur weil was perfekt ist, ist es noch nicht unbedingt richtig oder ist es kein Parameter, wo man sagt, deswegen ist es wichtig, sondern es gibt ja auch Künstler, die total abstrakte Bilder malen. Wenn man es damit vergleicht, nur weil ich realistisch zeichnen kann, heißt es jetzt nicht, dass ich ein krasser Künstler bin. Und ich finde viel, mir geht es wirklich um die Attitude, die man vielleicht hat, dass jemand sagt, ey, ich bin nicht der Beste und der spielt Solos besser, aber ich mache es trotzdem und ich kann 3 Akkorde, aber die kann ich laut. Habt ihr für die Zukunft schon was geplant? Stehen Auftritte an? Und wenn ja, wo kann man euch so spielen hören? Versowerhof wird auf jeden Fall wiederkommen. Das ist genau, das wäre vielleicht stimmt. Für die Frage. Also ja. Wir machen einmal im Jahr auf dem Versowerhof, das ist in Reiling, machen wir unser eigenes Fest. Katharine, Katharine! Aber wo man uns sehen kann, im Endeffekt kann man eigentlich nur sagen, hier sitzen wir und wenn ihr uns sehen wollt, überlegt euch was. Ja, das sollte man sich dann auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Also einfach mal auf Instagram nachschauen, da werden dann alle Termine bekannt gegeben. Ansonsten bedanke ich mich jetzt bei allen Bandmitgliedern, die heute hier im Studio sein konnten und bis zum nächsten Mal. Juhu. Yeah! Jetzt kannst du dich entspannt hinsetzen. Jetzt mal. Achso, es war jetzt Test, ne? Das war jetzt nur die Probe, die Kameras liefen auch noch nicht. Das war ja. Ich hab den Deckel drauf gehabt. Sehr stark.
Musik.